Silver and Eagle has an easy chance to snatch up a third place. And Nice is now in third place. Time to go, Gabby Goose. Machen wir mal Sachen, und wir treffen uns hier mittwochsabends oder irgendwann und machen dann immer hier machen uns so eine kleine GT3-Serie oder was, oder was halt allen fetzt. So, warte mal, ich komme sofort wieder, ich muss mal eine Yoga-Übung machen. So, da bin ich wieder. Nö. So, dann gucken wir mal. Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Porsche iRacing Cup Nürburgring Nordschleife. Hallo Tommy. Hallo Patrick. Guten Abend. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute an diesem Samstagabend. Ja, der liebe Bernhard, der ist gerade ein Rennen gefahren. Der ist vierter Platz ist er geworden. Er war ganz lange Dritter. Und ein wahnsinns spannendes Rennen auf jeden Fall. Leider haben wir das nicht aufgenommen. Aber der fährt Rundenzeiten, da schlockerst du mit den Ohren. So. Ach, Johnny und Porsche, das passt. Ja, auf jeden Fall. Ja, der hat ja sein Porsche-Lenkrad, ne? Ja. So, ich bin mal gespannt. Die letzten beiden Rennen waren katastrophal. Das war echt... Okay, jetzt hast du ja deinen Glücksbringer wieder. Ha! Mein Maskottchen oder was? Sehr gut. So, dann lass mal gucken, was haben wir denn hier Hübsches. So, wir haben geladen. Bin laden. So, also heute Porsche Cup, Nürburgring Nordschleife, kombinierte VLN Gesamtstrecke. Wie beim letzten Rennen beim Bernie 3 Runden auf der Uhr, ca. 25 Minuten. Wir haben heute einen stehenden Start. Es gibt keine Pitstops. Es gibt keinen Fast Repair. Ja. Und alle Fahrer benutzen das gleiche Fahrzeug. Der Porsche 911 GT3 Cup Modell 992. Ja, kann ja spannend werden. Das wird es mit Sicherheit auch. Ich hoffe, dass es halt nicht so oft kracht wie letztens beim Bernie. Da habe ich ja mehr Unfall-Replays gemacht, wie eigentlich das Rennen kommentiert. Na, guck mal. Porsche Cup und Nordschleife, da ist, glaube ich, richtig viel Action angesagt. Ja, okay. Hauptsache, Tommy wird hier nicht unschuldig in irgendeine Scheiß verwickelt. Alles andere liegt in seiner eigenen Hand. Da hast du wohl recht. Und hier möchte ich auch gleich mal die Gelegenheit nutzen und mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für den Support das ganze Jahr über bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so kräftig unterstützt. Macht weiter so. Wir wünschen euch allen eine wundervolle Adventszeit und ein wundervolles Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Da stand einer in der Botanik rum, ne? Ja, total bescheuert. Hab auch schon gedacht, was macht er da? Einfach so mitten auf der Rennstrecke anhalten. Stell dir mal vor, das würde einer in echt machen. Ja, der verliert seine Lizenz. Ja, natürlich. Obwohl, das kann ja immer passieren. Normalerweise hätte dann irgendwie... Da hat aber auch keinen Yellow Flag oder irgendwas. Oh, da fällt mir ein, ich muss meinen Spotter noch einschalten. Ja, der hat nur gar nichts gesagt. Zum Glück diesmal rechtzeitig daran gedacht. Noch eine Minute. Ja. Er streikt heute auch für mehr Gehalt. Die heutige Entry-List mit der Startaufstellung oben eingeblendet für alle. Tommy ist an Startposition 8 gesetzt, da es ja hier keine Qualifikation gibt. Deine Felgen haben einen schönen Metallic-Glanz. Oh, danke sehr. Habe ich bei D&W gekauft. Ah. Hast du so einen dicken Katalog mit Haufen großen Hupen? Ja, ja, mit Autoteilen. Ach so, wegen der Autoteile. Ich habe den immer wegen Mädels gehabt. Da gibt es doch andere Sachen. Ich dachte immer, die Autoteile, die sind nur hier, damit der Katalog schön aussieht. Ach so.
Damit deine Daseinsberechtigung hat. Ja, die meisten hat. Mädels da drinnen, die waren aber auch alle getunen, oder? Der Konzern heißt jetzt DNW, Demotion Corporation. Weißt du? Ja. Und hat einen wesentlich seriöseren Auftritt. In einem Tuning-Katalog kannst du doch keine Natur anbieten. Ich glaube, wenn du so einen Katalog jetzt noch irgendwie hättest, so aus der Mitte 80er, ja. Das ist bestimmt was wert, ne? Ja, denke ich mal auch, ja. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Adenau hier gucken, an der Tankstelle, ob es da noch so einen gibt. Schnell ein Sixpack holen fürs Rennen. Ja. So, einfach wollte ich noch mal, wollen wir einen Spotter noch einschalten? Der ist so. Sollen wir mal eine andere Stimme wählen? Wir nehmen mal den Matt. Okay, restart the application. Nehmen wir mal den Matt. Die ersten stehen im Grid. Spotter Radio Check. Hallo. Hi Matt, how are you? Craig Obrigovic of Pole Position for Reese Dix und Alexander Knisseli. Habe ich das richtige Setup geladen? Ich hoffe es. Dane Young, mit dem bist du schon gefahren, Tommy. Max Portugal wieder mit dabei. Okay. Er ist in sehr vielen Rennen von uns schon gefahren. Nicht immer ganz so glücklich agiert. Oh Mann, ey. Alles Gute, Tommy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Drei Leute starten aus der Box, sehe ich. Weißt du, Start vermeiert ein bisschen. Das Feld macht sich auf die Reise. Mit den Kupplungen ein bisschen rumhantiert. Greg Obrigovic geht sofort in Führung. Breit gefächert geht es hier auf die Kurve 1 zu. Doch alles scheint hier in Ordnung. Die üblichen Rangeleien. Tommy konnte seine Position halten. Hier vorne der Greg Obrigovic schon enteilt. Dahinter. Der geht mir jetzt schon auf den Keks, den Spotter. Den Young, Ries Dix, Rico Kollmeier auf P4 und auf dem 5. der Pascal Wirtschim. Ryan Renoir nimmt Tommy, dahinter der Pavel Jersey und die Elizabeth McPhive. Der einer ist da stehen geblieben, aber keine Unfälle bisher. Das ganze Startprozedere diesmal etwas vernünftiger über die Bühne gegangen. Sieht alles recht sauber aus bisher. Oh, ich glaube, der Dennis hat eine von hinten gekriegt. Der Dennis dran, wird hier fast hinten reingedonnert und ist jetzt abgeflogen. Ja, wahrscheinlich hat der. Hast du keinen Inzident bekommen? Nein. Perfekt. Oh, doch, ich habe einen Vierer gekriegt. Der Hintermann. Die Hintermännin, die Elizabeth McPhive. Elizabeth McPhive. Bom, gibt dem Dennis dran, Rahn 3. Und ja, der. Ja, die hat ihn hinten am Arsch geküsst. Der Dennis überhaupt nichts dafür. Ja, das war eine ziemliche Kettenreaktion. Rennen am Anfang schon kaputt gemacht, schade. Der hat voll auf dem Pinsel gestanden. Elizabeth McPhive, die ist auch schon mitgefahren. Hier haben wir die Elisabeth im Bild, hatte gerade noch einen Zwischenfall. Nochmal Elisabeth, vor ihr der Matteo ist am Klitschen und wird getroffen. Eine 360er Drehung, aber weiter geht's. Elisabeth macht heute keine Gefangenen und räumt ihre Gegner aus dem Weg. Der kriegt vorne schon einen kleinen Gap zu Dane Young. Ries Dix auf P3 und hier haben wir mal Alexander Knisseli im Bild. Hier Pascal Wirtschim, P5, der Alexander auf P7, dazwischen der Marco Lenz, hier Dane Young vorn. Sieht alles recht sauber aus, bis auf die zwei harmlosen Zwischenfälle vorhin. Aber hier alles noch ganz eng beisammen. Bisher agieren die Jungs sehr sauber, muss man sagen. Das ganze Feld muss ich hier erstmal sortieren. Ries Dix hier, P3. Hoheneichen Richtung Quittelbacher Höhe. Die Jungs hier vorne ganz dicht zusammen. Zum Rico Kollmeier schon kleiner Abstand. Ich vergesse zu atmen, weißt du das? Das sollte man aber tunlichst vermeiden. Circa eine halbe Sekunde hinter dem Rico Pascal Wirtschim. Und dahinter dann der Marco Lenz, Alexander Knisseli auf P7 und auf P8 unser Tommy. Jetzt hier Flugplatz Richtung Schwedenkreuz. Die ersten drei können sich schon ein kleines bisschen absetzen. Das erste Mal Arenberg-Kurve und ich bin mal gespannt, ob sie das hier auf die Reihe kriegen, die Jungs. Rico Kollmeier guckt sich das von hinten an. Ach, boah, und jetzt ist der Führende abgeschossen worden. Und der Zweitplatzierte und der Dritte geht auch fliegen. Das Führungstrio hat sich hier komplett in Arenberg weggeschmissen. Greg Obrigovic steht hier verkehrt rum, muss das ganze Feld vorbeilassen und hat sicher die Fäuste in der Tasche geballt. Alter, Professor Berne, der ist raus. Der hat gesagt, er muss die Nikola abholen in Düsseldorf.
Oh ja, der Löwenbräu Porsche. Reese Dix zu schnell hier unterwegs und gibt dem Dane Young erstmal eine. Und ja, Dane Young ist schon in Rennen mit dir mitgefahren. Zack, und der wiederum, schickt den Greg ins auf. Ja. Kettenreaktion, wieder ein Dreier. Ja. Oh. Flotter Dreier, der Greg überlebt leider nicht. Ja, das ist, wenn man zu viel will. Man denkt so, ich bin schnell, ich bremse später, egal was die vorne machen. Genau, dann passiert halt sowas. Ne? Ja, das kann böse enden. Rico Kollmeier führt jetzt vor Pascal Wirtschim und Marco Lenz. Alexander Kneißrehe auf P4. Ganz schön durcheinander gewirbelt hier. Tommy, du bist Sechser. Ja, danke. Da sind Tommy dann der Pavel Jersey und Michael J. Taylor. Und wir hatten eben noch einen kleinen Zwischenfall, schalten wir gleich hin. Pavel Jersey kommt aus Gras. Weiß nicht, ja. Ist das das Hocheichen hier? Ich weiß nicht, wie das hier heißt. Ich glaube schon. Ja, kommt aus Gras, kommt aber zurück auf die Strecke. Bom, bom. Reese Dix fliegt ab und schlägt böse ein. Au. Und ja, das sieht aber wieder sehr nach einem Ghost Contact aus, ne, wenn man so genau hinschaut. Ja, aber wir haben den erwischt. Ja, er hat ihn erwischt und. Stippo Kegli von hinten auf P12, dann hinten P13 Ferdinand Horn, P14 Max Portugal. Auf P15 haben wir Greg Stalica. Der 16. ist Didier Hartmann. Van Lamm. Der 14. Lutz Ilgner. Auf P15 haben wir Alejandro Macaya. Und auf P16 Ries Dix zurückgefallen. Mike Boyles, P17. Dennis Dran, 18. Und Greg Obligarovic auf P19. Der Abstand nach hinten. Ungefähr, obwohl ist jetzt auf eine Sekunde abgewachsen. Ja. 0,7 nach vorne. Das ganze Feld noch relativ dicht beisammen. Die ein oder anderen Zweikämpfe werden ja ausgefochten. Rico Kollmeier, Klostertal in Führung. Den Führenden sehe ich noch. Hinter ihm der Pascal Wirtschim und dann Rico Kollmeier zu Marco Lenz schon 1. Ich glaube schon, ja. Na, der ist jetzt schon ein ganzes Stück weg. 1,7 Sekunden Lücke. Der Viertplatzierte ist schon fast 5 Sekunden dahinter. Hinter dem Marco Lenz zu Alexander Kneißle dann schon eine größere Lücke von fast 3 Sekunden. Steilstrecke Richtung Caracciola-Kreisel. Der Pascal ganz dicht ran, macht hier Druck. Tommy direkt hinter Rhein Renoir. Hinter ihm der Pavel Jersey, Michael J. Taylor und die Elisabeth. War nur ein kleiner Wackler. Rhein drückt gewaltig hinter dem Alexander. Kleiner ist gut, ey. Hinter dem Alex ein Riesenstau. Aber das Feld hier ist ganz eng zusammen hinter dir. Wer hier auch nur einen kleinen Wackler hat, verliert massiv an Position. Tommy schlägt sich hier tapfer. Ja, hier auch. Also Alexander Knisley, der hier die Prozession anführt, der hält euch ein bisschen auf. Der hält hier nicht nur den Ryan und den Tommy auf. Aber willst du den überholen? Das ist das Problem, ne? Ryan Renoir, der macht schon Druck, ja. Und während die Jungs hier im vorderen Mittelfeld, Uhr 8, alle fair miteinander kämpfen, gab es im Hinterfeld wieder einen kleinen Wackler. Wo willst du hier überholen? Ja, was ist das, Mutkurve, oder? Das müsste Mutkurve sein, ja. Gucken, was passiert. Ja, der schlägt auf jeden Fall ein und ja, der schlägt auf der anderen Seite auch ein. Ja. Dennis Tran. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Off-Track an der Stelle, wo man nicht unbedingt einen Off-Track sammeln sollte. Ja, vor allen Dingen Nordschleife. Du hast immer gleich die Leitplanke. Wie denn? Das Vorderfeld jetzt im Brünnchen. Man muss sagen, heute, bis auf die Angelegenheit Arenberg, eine sehr saubere Sache. Toller Rennsport und der Tommy ganz vorne dabei. Super. Das Führungstrio, die setzen sich jetzt schon ein bisschen ab. Und plötzlich fehlt hier einer. Ich glaube, es war 8. oder 9. Position. Matteo. Müssen wir gleich mal hinschauen. 4 Sekunden zum Alexander Kneißle. Matteo Guse. Und? Was meinst du, was passiert? Ist das Brötchen? Oh, das sind aber schnell ins Brötchen, ja. Scheppert vielleicht hier hinten da bei der. Nein, ich bin der Gegner. Und, lass mal laufen. Und treff. Ja, du hast recht. Bom. Alter. Genau an der Stelle, wo du gezeigt hast. Und der fällt jetzt weit zurück. Der Marco Lenz muss jetzt auch schon abreißen. Was ist Führungstour? Ja. Du hast 3 Fahrzeuge hinter dir, dann kommt eine Lücke. Schwalbenschwanz und die Lücke zum Führungstrio beträgt jetzt schon 4 Sekunden. Tommy immer noch vorne mittendrin im Kampf um die Top 5 Plätze. Tommys Gegner drückt von hinten enorm. Der Pavel Jersey, der drückt von hinten ganz schön. Ich sehe das! Der wird sich jetzt für die Döttinger Höhe in Position bringen und wenn er einen besseren Exit bekommt, ist er vorbei. Da lässt sich nichts machen. Ah, der hat einen Schwung mit. Aber Deluxe! Da setzt er auch schon an. Michael J. Taylor und Elisabeth McPhee noch mit in der Verlosung. Ach, es geht. Hier sind sie zu 5. Mal schauen, wo das hinführt. Wahnsinn. Hier auch. Irre. Nordschleife Racing vom Allerfeinsten. Die Jungs und Mädels, die schenken sich hier nichts, aber alles noch fair und sauber. Mal gucken, ob sie es auch auf die Reihe kriegen. Bin der Idiot. Hier mittendrin. Michael J. Taylor versucht mittendurch zu stechen. Wow. Und weiter hinten gab es wieder einen Unfall. Schalten wir hin. Oh.
Matteo Gautier nochmal. Macht direkt den nächsten hier. Der Matteo hat ein paar Probleme, oder? Oh ja. Oh, das der ist hat also irgendwie die Bremsbalance gesehen. Verbremst und auf dem Randstein ausgehebelt. Wahrscheinlich auch das Auto beschädigt. Bei dem stimmt die Bremse und der kriegt. Nein, der hat. Oh. Scheiße. Der kriegt schon wieder. Oh, wenn du dachtest. Weiter geht's. Ah, El Presidente ist back. Hallo? Hi. Hallo, Bernie. Tommy fährt gerade nach der Schlacht auf der Döttinger Höhe. Der Tommy jetzt auf P8, trotzdem super. Achter gerade. Oh, der geht aber ein bisschen weit. Ryan Renault geht hier weit und Tommy versucht das auszunutzen. Achtung. Oh. Ja. Kurz angedötzt und weiter geht's. Rubbing is racing. Dann war ja noch da. Nichts weiter passiert. Ryan bleibt vorn. Tommy muss sich einreihen. Direkt hinter dir der Elisabeth. Der Elisabeth? Die Elisabeth McPhee, unsere Renn-Amazone, auch schon in Spa mit dem Totti mitgefahren, zeigt heute ein tolles Rennen. Weiterhin gab es wieder einen Zwischenfall. Das ist mir alles zu. Schaut mal gleich hin. Das ist mir alles zu eng hier. Boah, hinter dir, die ist jetzt weit gegangen, die Elisabeth, und abgeflogen. Schade, eben hab ich noch gelobt, aber jetzt schauen wir uns erstmal den anderen Unfall an. Elisabeth. So, nächster Incident, wen haben wir hier? John Jansen und Ferdinand Horn. Ende Start und Ziel gerade. Verbremst. Oh. Der kriegt eine von hinten. Vom Ding. Zu aus, ne? Jansen. Oder John Jansen. John Jansen. John Jansen. Ah ja gut, das ist erstmal ein Vierer-Incident. Aber, uah. Ja, der geht erstmal schön geradeaus. Aber der hat das Glück gehabt, oder? So, wen haben wir hier? Oh, den Elisabeth haben wir hier. Oh, ja. Guck mal, wo die bremst. Nehmt viel zu spät. Das ist kein Wunder, das Ding. Aber die ist tatsächlich ausgewichen. Oder der. Eine Lady. Ja, ist eine Lady, stimmt also. Ein Jungen mit Elisabeth. Das glaube ich Matt Malone, ich bin mir nicht ganz klar. Ich hab meinen Spotter gewechselt. Elizabeth McFly. Ich geh kaputt. Hatzenbachrunner, Verfolgung zu Rhein Renoir, der jetzt abfliegt hier. Manche Probleme erledigen sich einfach von alleine. Rhein Renoir. Gerade auf dem Nürburgring, ja, man muss nur Geduld haben. Und auch weiter vorne, der Rico Kollmeier hatte hier einen kleinen Wackler und muss jetzt seine Führung abgeben. Schalten wir gleich mal hin. Er ist noch hinter die Elisabeth zurückgefallen. Oh, wo sind wir hier? Ist das... der Rico Kollmeier, der hat doch seine Führung verloren. Hatzenbach, ja. Ne? Rügassen. Ja. Der hat wahrscheinlich auch gelesen und war abgelenkt. Ah, der hat auch eine leichte Berührung gehabt, hinten links. Kann sich aber retten. Rico Kollmeier ist jetzt hinter Pascal Wirtschim zurückgefallen, auf Rang 3. Und der Marco Lenz wieder dicht dran gekommen. Kleiner Zwischenfall noch nachzureichen. Ja. Oh, hier ein... Was haben wir denn hier? Craig Stalica. So, was passiert? Oh nein. Oh nein. Position 13 ja. Ist er gerade, der Greg. Oh, der wollte sich in die Parklücke da stellen. Meinst du? Ja. Man kann das so schlecht einschätzen, ne, wie viel Platz man noch nach hinten und nach vorne hat, ne? Ja, aber dafür macht das der Dame gut, sagt ja. Mir. Kann sein, dass du da schon mitgefahren bist. Du fährst ja öfters Porsche Cup. Adenauer Voss und Pascal Wirtschim jetzt vor Rico Kollmeier, Marco Lenz weiterhin auf P3. Ah, der Bernie hat einen Vertrag, der hat ja ein Porsche-Lenkrad, dann muss der Porsche Cup fahren. Ja, zu Alexander Gleisig klafft schon eine Lücke. Kauft euch einfach auch eins. Wir können uns das nicht leisten. Fairerweise muss man hier aber auch dazu sagen, dass das nicht nur am Lenkrad liegt. Ich habe McLaren, ich habe BMW, also irgendwann muss auch mal gut sein, ne? Es sind vor allem die außergewöhnlichen Fähigkeiten hinter dem Lenkrad, die das hohe Eye-Rating von Bernhard beeinflussen. Unser bester Mann im Stall. Position 8 machst du schon, wirst du gleich mindestens 30 Punkte kriegen. Ah, erstmal zu Ende fahren hier. Also, Tommy kriegt 43 Pluspunkte. Ah, okay. Bisher. Hast du denn deine 2,5? Ja, 2552. Wahnsinn. Ja, Bernie, jetzt, der hebt langsam ab. Ich werde nie wieder ein Rennen fahren. Der ist jetzt in einer anderen Kategorie. Ja. Oh, der redet jetzt nur noch über Dritte mit uns. Und in der dritten Person, so der, die das. Was? Wer sind die? Möge euch Blitz beim Scheißen treffen. Bergwerk und ein toller Dreikampf um die vierte Position. Hier geht's ab. Achtung, oh, jetzt geht's da vorne runter. Hier ist eine meiner Angststellen, ey. Was, Spiegelkurve? Ja, Bergwerkkurve. Ja. Vorne der Lauda, ja.
Weil, oh, die betteln sich schön, Tommy. Ja, ja, sollen sie schön. Ist gut für den Stream. Ich hoffe, die läuft. Was haben wir da hinten? 3,4 Sekunden nach hinten. Ah, Platten nach hinten. Macht mal nach hinten keine Sorgen. Da ist erstmal lange nichts zu sehen. Ja. Boah, da musste ich viel zu stark bremsen. Eieiei. Vom 6. in den 5. ein bisschen antippen, dass du so auf die 210 km/h. Ansonsten packst du die nicht. Ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen darauf vorbereitet, sodass vorne was passiert. Und selber. Wir sind noch weit genug weg, da kannst du noch genug, da hast du lange Zeit zum Reagieren. Ja. Konzentrier dich auf deine Fahrt. Nächster Zwischenfall. So, aber sag mir, was passiert hier? Randro drängt den Greg hier ab, Schwedenkreuz. Weil an der Stelle Schwedenkreuz überholt man nicht. Der muss Platz haben, um den Scheitelpunkt zu kriegen. So, jetzt muss er den noch, weil er nicht bremsen kann. Und Treffer versenkt. Das ist... Und oh, dahinter ist wieder der Martini-Man. Der Greg. Ja. Der Greg hat wieder Glück, also der hat heute so einige Begegnung der dritten Art gehabt. Wer war denn hier? Oh, der geht aber ganz schön rund. Jetzt häufen sich die Unfälle, es geht gleich zum nächsten. So, was haben wir hier? Wieder Steilstrecke. Oh nein. Oh, was passiert? Ryan knallt dem Stipo wahrscheinlich rein. Stipo, gegen ihn. Ordentlich. Oh, die zwei, die haben... Boah, jetzt fliegt vor dir ab. Ist aber, oder? Ja, ging genau auf die Aufhängung. Ja. Michael J. Hab's Taylor, gesehen. Der wird beide in krummes Rad haben, mit Sicherheit. Ich hab's gesehen. Ah, der versucht noch weiter zu fahren, aber ich glaube nicht, dass das gut geht hier. Oh, nee, hier du siehst ja jetzt, das Lenkrad steht mit Sicherheit schief. Ja. Und ihr habt eben gehört, direkt vom Tommy der Nächste abgeflogen. Gucken wir uns gleich an. Louis läuft. Michael J. Taylor. Ja, ja. Guck mal, der kommt. Ja. Legt ein kleines Tänzchen aufs Parkett und kommt ins Schlingern. Ja. Also erstmal ist hier Brünnchen. Sein. Ja. Oh, das ist aber aua. Da gucken sie. Ja, der stellt sich direkt zu den Zuschauern zum Hallo sagen. Wahrscheinlich hat der Bratwurstduft angelockt. Der Nächste fliegt ab. Zwei gleich. Und während hier Ryan Renoir und Lutz Ebner gemeinsam ins Off gesegelt sind, gab es noch einen Zwischenfall. Oh, das Stippo. Na, die Kiste ist krumm. Ja, er hat mit Sicherheit noch, ein krummes Lenkrad. Ja, ja. Und hinten links auf und kaputt, ne? Da gibt es nichts mehr zu lachen, ne? Was? Ja, das heißt jetzt raus? Zähne zusammenbeißen. Ah, es dauert im Auto manchmal, habe ich das Gefühl, noch nicht so viel zu. Ich bin noch in einem alten Cup. Michael J. Taylor, Schwalbenschwanz, nächster Ausflug. Zum Glück nichts passiert. In der letzten Runde, da musst du aufpassen. Dann fangen die Reifen schon ein bisschen an abzubauen. Jetzt ist doch so einiges an Unfällen los hier. Ja, nicht bei meiner Fahrweise, Bernhard. Ryan Renoir vor Greg Obrigavich und Greg Stalica. Und ihr hört's, da hat's irgendwo gescheppert. Ein Vorteil hat es ja, wenn man ein bisschen langsamer ist. Man ist ein bisschen schonender zu den Reifen. Und auch hier rein Renoir abgeflogen, müssen wir gleich mal gucken. Also die Kurve vor dem kleinen Karussell, der fliegt hier einer nach dem anderen ab. Der hatte ja vorhin schon einen Crash, Sache, der ist ja dieses aufgeschädigtes Auto. Schwalbenschwanz und da verabschiedet sich der Ryan. Und dahinter wieder beschränkt. Und diesmal hat dann Ryan den Arsch geküsst. Oh ja, weiter geht's. Oh, völlig. Die nächsten, ja. Und ich sage, die kriegen diese Kurve hier ständig nicht. Das sind so viele. Wunderbar, Informationsflucht. Top, und hinter dir denn noch aufgehalten. Und hinter dir, jetzt fliegt ja ganz ab. Und direkt rückwärts auf die Strecke. Alter. Der Alexander Knisley. Und plötzlich überschlagen sich hier die Ereignisse und Tommy wird nach vorne gespült. Tommy, Platz 4. Der ruhige Beginn war trügerisch. Nach hinten 3,2 Sekunden zu Ferdinand Horn und Max Portugal. Nächster Incident. Der Alexander Knisley und Pavel Jersey. Hier kommt in Richtung Hohenrhein-Schikane. Und Hohenrhein-Schikane fliegt sie ab. Ja, also... Der Pavel hätte nachgeben müssen. Auf jeden Fall. Oder er hätte, ich meine, ist der Weihnachtsmann, ne? Aber er hätte eigentlich das Vater sagen müssen, dass der noch neben ihm ist. Ja. Und jetzt fliegt er hier nochmal ab. Oh, und da hat der Ferdinand Horn aber übelstes Glück gehabt. Nochmal kurz am Arsch geküsst, aber konnte die Kiste abfangen. Und nicht zurück auf die Strecke. Ich schätze mal, der hat seine Reifen zu sehr beansprucht. Gregor Kollmeier ist mal kurz abgeflogen, ist aber wieder auf die Strecke zurückgekommen. Tommy, 14 Sekunden dahinter. Ereignisreiches Rennen. Ja, die Nordschleife fordert ihren Tribut. Ja, ja, der Ring holt sich seine Opfer. Wie immer. Dafür, dass er dich nicht holt. Ja, das Rennen ist vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat. So sieht's aus. Und nur der Erste kriegt die Liebe. Genau.
Naja. Aber Marco Lanz und Kollmeier sind schon nah zusammen da, ne? Vielleicht. Ja, ein wenig Zuneigung hast du dir schon verdient. Der nächste Zwischenfall. Pavel Jersey. Das war, der hatte ja gerade die Begegnung eben schon und liegt jetzt noch einmal ab. Oh, der dreht sich auch noch mal weg, ja. Ja, der Pavel legt hier noch einmal Attention aufs Parkett. Ja, da liegen die Nerven blank, ne? Ja. Die haben Plätze getauscht, ne? Ja, der Pascal Wirtschim, der fährt vorne weg, aber der Ringo Kollmeier hat einen kleinen Ausritt und dadurch ist der Marco Lenz vorbeigegangen. Ja, aber die sind alle ganz nah beieinander. Aber einen Sicherheitsabstand. Also die sind nicht so dicht beisammen, dass sie jetzt sich gegenseitig... Oh, da ist schon ein Sicherheitsabstand. Das sind mehrere Wagenlängen. Da ist immer so eine Sekunde dazwischen ungefähr. Und Tommy, Top 5 Platz ist immer top. Und wir hatten so viele Zwischenfälle, dass wir jetzt ein paar nachreichen müssen. Ja, ich bin so gut. Und Fortuna war bisher auf deiner Seite. Alejandro. Ich glaube, der schätzt die Geschwindigkeit, was er jetzt gleich nachgeht. Ja, der was hat jetzt passiert? Eine Begegnung der dritten Art mit Stippo. Ja, ja. Stippo soll das Auto lieber abstellen. Alejandro, der flucht schon hier. Das geht hier links und rechts auf Landsgarten 2. Er verliert das Auto. Aber einen gröberen Einschlag konnte er verhindern. Ja, aber trotzdem, vorne rechts, ja. Das war schon heftig. Hat echt große Verwerfung im Feld gegeben, muss man sagen. Nächster Incident. Alexander Knisseli. Guck mal, der dreht sich nochmal weg hier. Oh Mann. Ja. Der wird sich hier die Reifen ruiniert haben und segelt durch die Gegend hier. Da gibt's aber heute keine Geschenke vom Weihnachtsmann. Meinst du? Na, da gibt's bestimmt die Route. Wenigstens kann er weiterfahren. Alter, nein. Du musst gewinnen. Nur dann kriegst du Liebe. Das weiß doch jeder. Ich meine, so ist das Leben. Gewinnen kann eben nur einer und das ist zurzeit der Pascal Wirtschim vor Marco Lenz und Rico Kollmeier. Hat er nochmal Ford, habe ich übrigens von dir übernommen, dass er den im dritten fährt. Ich bin ihn sonst immer im zweiten gefahren. Mike Preuß hier, P12, direkt dahinter Alexander Knisseli vor Didier van Lamm. Die Plätze 12, 13 und 14. Kompression Richtung Adenauer Forst. Die beiden hier nach vorne und hinten reißt es langsam ab. Hier kommt der Lutz Ilgner, P15, 5,5 Sekunden nach vorne, aber nach hinten auch schon zu Greg Stalikan. Ziemlich großer Abstand, den wir hier im Bild haben, wird verfolgt von Greg Obrigavic, der am Anfang das Pech hatte und jetzt von hinten das Feld aufrollen muss. Tommy weiterhin P4, souverän. Allerdings zum Rico Kollmeier Richtung Podest, schon 11,5 Sekunden. Nach hinten zu Ferdinand Horn, aber auch 3,5 Sekunden. Sicherheitsabstand. Marco Lenz ist eine 8:14.180 gefahren. Hatten wir vorhin schon mal eingeblendet. Schnellste Rennrunde geht an Marco Lenz. Ah, krieg ich nicht hin. Bin so, wenn ich unter 1,20 bin, dann 2,20. 8,20, Mann! Wenn du den 2,20 fährst, Tommy, oha. Da hast du wahrscheinlich eine Rakete im Arsch stecken. Oder einen guten Cheat. Auf Training-Server hat ein Alien mal eine 8,05. Oh. Ich weiß nicht, wie der das macht. Gab wieder einen kleinen Zwischenfall, schauen wir aber nachher mal. 8,05. Mit dem Porsche oder mit dem GT3? Ja, mit dem Porsche. So schnell bin ich nicht mal mit dem GT3. Boah. Nee, das haben... Oh. Warte. Hat halt einen Dreh raus, ne? Und ein Porsche-Lenkrad wahrscheinlich. Ja. Ja, und Porsche-Pedale. Oh, ja, genau. Und Aufkleber. Genau, ja. Aufkleber. Und eine Porsche-Brille. Ja, das Wichtigste ist natürlich eine Porsche-Grafikkarte. Pavel Jersey hier nochmal. Ja, das Auto ist da irgendwie. Ja, ah, der ist so viel zu schnell reingegangen. Viel zu schnell. Bomb. Ja, die sind gänzlich aus dem Konzept gekommen da, ja. Ne? Und weg ist er. Die fährt ja weg, wo du dabei sitzt. Genau. Die fahre ich mittlerweile auch gerne im dritten. Oh, der erste und der zweite, die sind jetzt dicht beisammen und kämpfen. Marco Lenz jetzt ganz dicht dran an Pascal Wirtschim, hat eine tolle Pace drauf. Und auch der Rico Kollmeier ist da gar nicht weit weg. Marco, der war im Karussell ganz dicht dran. Ja. Aber Karussell habe ich ganz gut genommen im Vergleich zu dem. Der hat fast eine Sekunde gut gemacht. Ja, die haben im Karussell gekämpft. Fährst du Karussell auch im dritten? So werden, ich fahre oftmals nach Gefühl. Ja, manchmal verschalte ich mich auch. Das ist wahrscheinlich manchmal auch das Problem. Deutsche Dreifachführung hier in der letzten Runde auf unserer geliebten Nordschleife. Alle ganz dicht beisammen.
ein tolles Rennen hier von den Jungs und man weiß noch nicht, wer hier ist. Am Ende als Sieger die Ziellinie überquert, kämpfen hier ganz fair und sauber alle drei. Das ist Rennsport vom Allerfeinsten und der Tommy ganz dicht dahinter auf P4. Eine Top-5-Platzierung auf der Nordschleife, da ziehe ich immer den Hut vor. Aber jetzt könnte es auf der Döttinger Höhe nochmal interessant werden hier, weil die alle ziemlich dicht beisammen sind. Und ich hoffe mal, dass die Jungs auch heile bis ins Ziel kommen und dass nie noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Mal schauen. Pascal verteidigt gekonnt seine Führung, aber der Marco drückt. Das könnte jetzt interessant werden. So wünscht man sich das. Ein Dreikampf um den Sieg auf den letzten paar Metern. Wahnsinn. Drei Runden Nordschleife am Anschlag, fast fehlerfrei. Die Jungs hier jetzt das letzte Mal Schwalbenschwanz. Richtung kleines Karussell und ich glaube, Pascal Würzchen wird beten, dass der Marco Lenz nicht in seinem Windschatten hängen bleibt. Der wird alles daran setzen, den beiden keinen Windschatten zu geben. Ich schätze mal, der wird auf der Döttinger Höhe zickzack fahren. Dahinter gab es nochmal einen kleinen Zwischenfall. Nächster Inzident schauen wir uns mal an. Der Max. Max Portugal. Oh, das wird übel. Ja, der fliegt auch hier oben ab. Schwalbenschwanz. Ja, das, also diese Art von Graffiti hat irgendwie so eine Anziehungskraft. So kurz vor Ende, eine kurze Unkonzentriertheit, ärgerlich. War ansonsten heute ein Top-Rennen von Max. Und der Marco versucht alles, um ranzukommen. Boah, da gab es aber noch einen Positionswechsel, ne? Zwischen 3 und 2. Ach so, vorhin schon, okay. Der ist schon vor längerer Zeit, aber jetzt ist er... Oh, jetzt ist er dran, jetzt ist er dran. Und es gab noch einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns aber nach dem Rennen an. Ah, der wird es nicht mehr schaffen. Der wird es nicht mehr schaffen. Oh, das hat der Pascal super hingekriegt, aber auch die beiden anderen top. Pascal wird den Sieg eins. Ja, die letzten Meter. Oh, ganz knapper Zieleinlauf, aber super. War alle drei zusammen, also. Wahnsinn. Wahnsinn hier. Pascal Wirtschiff vor Marco Lenz und Rico Kollmeier. Und der Tommy, ein hervorragender vierter Platz. Undankbarer vierter Platz. Hervorragend. Chapeau. Vielen Dank, Tommy. Das war super. Und hinter dir der Ferdinand Horn. Ah, 8,19. Verdis. Top. 5-6 Sekunden schneller. Greg Obrigarvich, ehemals Führende. Victor greift sich selber ab. Uiuiui. Der Diffusor hinten hebelt ihn aus. Das war klasse. Aber der Nix. Oh. Der wird aber schön in seinem Rick durchgeschüttelt. Meinst du, wenn er so einen Wackelrick hat, ne? So wie Raulik, dann fliegt er. Wenn der hier so schöne Bassshaker hat, die ihm die Zähne ausschlagen. Hier hat es nochmal gescheppert. Ach nee. Und den letzten Zwischenfall gucken wir uns auch noch an. So, wen haben wir hier? Den Stippo, der hat nichts mehr zu lachen. Mit seinem weitwunden Fahrzeug, guck mal, an allen Ecken getroffen. Ja, oder der rumpelt hier ein bisschen durch die Gegend. Ja, der wollte auch mal zur Tankstelle in Breitscheid. Damit dürfen wir jetzt auch den letzten Zwischenfall abgearbeitet haben. Die Endergebnisse sind oben eingeblendet. War heute ein deutscher Fünffach-Triumph. Wow. Ja. Das war klasse. Sehr gut gemacht, Tommy. Das war sehr schön. Jetzt geht's nächste los. Wann? In? Ja, ich werde mich dann. Ich werde heute nicht lange bleiben. Der Patrick ist fertig, der war den ganzen Tag unterwegs. Und das war zum Abschluss der vierten Saison 2022 doch nochmal ein Hammerrennen von uns. Auf diesem Wege möchte ich mich auch nochmal bei allen Jungs von meinem Team bedanken, was wir dieses Jahr wieder abgezogen haben. Einfach unglaublich. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Ihr seid einfach nur spitze. Nächstes Jahr wird sich dann so einiges bei uns ändern. Ich denke mal, wir werden nicht mehr in der Major Series antreten, denn die Organisatoren sind scheinbar geldgeil geworden. Die wollen pro Person über $200 für einen Saisonpass haben und die europäische Meisterschaft ist komplett abgeschafft. Schade. Ja, so, ich werde jetzt das Ding beenden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zu gucken, wer auch immer das gesehen hat. Genau, und da bleibt uns nur noch, uns von unseren Zuschauern zu verabschieden. Das war sehr kurzweilig. Nochmal euch allen alles Gute zum Weihnachtsfest. Erholt euch und habt eine tolle Weihnachtszeit. Lasst euch reichlich beschenken. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.